Je größer der Staat, umso besser geht es Frauen. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Also wenn Parteizugehörigkeit ein Indikator ist, würden die meisten Frauen unter 40 Jahren sagen, es stimmt. Junge Frauen, besonders Single-Frauen, sind die loyalsten Anhänger unter den Linken. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass staatlich geförderte Kinderfürsorge und staatlich vorgeschriebener bezahlter Familienurlaub Dinge sind, die das Leben für Frauen einfacher machen. Aber ist das wirklich der Fall? Die meisten europäischen Regierungen bieten Frauen nach der Geburt eines Kindes an, zu Hause zu bleiben. Für Monate, sogar bis zu mehreren Jahren. Manche europäischen Länder schreiben Arbeitgebern vor, weiblichen Angestellten Teilzeit und flexiblere Arbeitszeiten anzubieten. Haben also europäische Frauen von diesen Programmen profitiert? Die Antwort ist nein. Außer du denkst, Frauen profitieren von geringeren Löhnen, weniger Jobs und weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Wieso ist das so? Weil diese angeblich frauenfreundlichen Regierungsbeschlüsse verändern, wie Unternehmen weibliche Arbeitnehmer bewerten. Es zwingt Unternehmen davon auszugehen, dass Frauen nicht nur mehr kosten, sondern auch weniger produktiv sind als Männer. Ein gutes Beispiel ist Spanien. Im Jahre 1999 hat die Regierung ein Gesetz beschlossen, welches Frauen mit kleinen Kindern das Recht auf Arbeitszeitreduzierung zusprach. Eine Studie von Volkswirten der IE Business School in Madrid und dem New Yorker Queens College stellte jedoch fest, dass sich Frauen hierdurch viele Möglichkeiten entgehen lassen haben. Unternehmen haben weniger Frauen im gebärfähigen Alter eingestellt, sie wurden seltener im Job befördert und die Chance, gekündigt zu werden, war höher als die im Vergleich zu Männern. Als Chile ähnliche Gesetze erlassen hatte, ist es zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. In den Worten von Maria Prada, einer Volkswirtin für die Inter-American Development Bank: Der Zweck des Gesetzes war, Frauen zu helfen, am Arbeitsleben teilzunehmen und eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie zu finden. Aber es bewirkt genau das Gegenteil. Eine Studie zweier Cornell-Ökonomen mit 22 Ländern zeigte, dass in Ländern mit den umfangreichsten Leistungen für Frauen, Frauen häufiger auf der Karriereleiter stecken bleiben und weniger häufig zu Managern oder hohen Führungskräften aufsteigen. Sobald der Staat die zusätzlichen Leistungen für Frauen eingeführt hat, werden sie vom Arbeitgeber auf die Mutti-Laufbahn gesetzt, durch welche angenommen wird, dass Frauen reduzierte Stunden arbeiten wollen, unabhängig davon, ob dies tatsächlich so zutrifft. Das könnte auch erklären, warum in den Vereinigten Staaten, wo diese Vorteile nicht staatlich verordnet sind, Frauen 40% der leitenden Manager ausmachen, jedoch im progressiven Europa nur 30%. Große Regierungen machen es nicht nur Frauen schwerer, die vorankommen wollen, sondern bringen auch denjenigen mehr Probleme, die nur versuchen, über die Runden zu kommen. Wir müssen nicht einmal nach Europa schauen, um Beispiele zu finden. Es gibt mehr als genug in den Vereinigten Staaten. Nehmen wir zum Beispiel das Problem mit dem Berechtigungswesen. Staaten verlangen gewisse Lizenzen, um bestimmte Berufe auszuüben. Natürlich sollten Menschen, die mit gefährlichen oder komplexen Dingen arbeiten, eine besondere Ausbildung erhalten, um eine Lizenz zu erlangen. Aber warum gibt es Lizenzen für Haarflechter oder Haarwäscher? In einigen Staaten werden sogar Lizenzen für Inneneinrichter und Floristen benötigt. Um solche Lizenzen zu bekommen, benötigt es hunderte von Unterrichtsstunden, die hohe Kosten mit sich bringen. Es geht hier nicht um Verbraucherschutz oder öffentliche Sicherheit. Es ist eine Einnahmequelle für Städte und Landesregierungen und für einige Lobbygruppen ein guter Weg, sich die Konkurrenz fernzuhalten. Und da mehr Frauen als Männer Lizenzen erlangen, schadet es Frauen nur noch mehr. Also was ist die Lösung? Weniger Staat, nicht mehr. Seit 2017 ist eine Kombination aus Steuererleichterungen und Liberalisierungen, was weniger Staat bedeutet, ein Segen für Frauen. Der wöchentliche Durchschnittsverdienst einer Frau ist um fast 5% gestiegen. Die Arbeitslosenrate von Frauen ist auf 3,4% gefallen, ein historischer Tiefstwert. Und öfter als je zuvor gründen Frauen eigene Unternehmen. Zwischen 2017 und 2018 wurden fast 2000 Unternehmen pro Tag von Frauen gegründet. Aktuell gibt es ungefähr 12,3 Millionen Unternehmen, die einer Frau gehören. Das sind 6% mehr als in 2016. Und um noch eins obendrauf zu setzen, seit 2017 bieten immer mehr Unternehmen freiwillig Familienvorteile für Arbeitnehmer an. Warum? Je mehr Unternehmen um Arbeitnehmer kämpfen müssen, desto mehr Vorteile gibt es für sie. So funktioniert ein freier Markt. Das Gegenteil gilt für einen großen Staat.
Es stellt sich also heraus, dass ein freier Markt besser ist, um Chancen für Frauen zu schaffen, als eine große Regierung es tut. Das bedeutet nicht nur einen besseren Job und mehr Gehalt für Frauen, sondern auch die Möglichkeit auf ein Leben, wie sie sich es vorstellen. Schließlich braucht nicht jede Frau ein großzügiges Kinderfürsorgeprogramm. Aber wenn eine Regierung Leistungen beschließt, bedeutet das höhere Steuern, die jede Frau und jeder Mann zu zahlen hat. Je größer der Staat, umso besser geht es Frauen. Vielleicht solltest du das nochmal überdenken. Carrie Lucas, Präsidentin Independent Women's Forum für Prager University. Gesprochen von Verena, übersetzt von Julian.